Ja, was, Bruder? Ah, willst du Stress? Und den hier und den da. Damit steigen wir jetzt ins IT-Segment ein. Perfekt. So. Es sieht halt so dumm aus, weil ich meine, was macht sie? Was ist das denn für eine Beratung? Jetzt pack halt die Gaming-PCs aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von King of Retail. Ja, ich habe jetzt die letzte Zeit einfach mal ohne Aufnahme weitergezockt und mittlerweile, wie ihr hier sehen könnt, habe ich schon 5 Mitarbeiter und ja, das ist halt schon ziemlich krass und zum Beispiel habe ich auch hier ziemlich viel gekauft, also Inventar 33.000 und so weiter und so fort. Und ja, ich gehe dann gleich in das Geschäft da unten rein. Und vielleicht fragt ihr euch, warum jetzt schon wieder eine Folge von King of Retail rauskommt. Eigentlich wollte ich ja erst in ein paar Monaten die nächste Folge rausbringen und jetzt bringe ich halt einfach jetzt eine raus. Ja, weil es mir einfach zu viel Spaß gemacht hat. Das hier ist der Manager, der Mr. X heißt. Er sieht irgendwie etwas seltsam aus. Wahrscheinlich hat er eine lange Nacht oder er ist einfach ein bisschen überarbeitet. Denn die Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr ist vielleicht ein bisschen lang, aber naja. Je länger wir offen haben, desto mehr Gewinn machen wir. Ah ja, okay, die Kasse ist aus. Die mache ich dann jetzt gleich mal an, für Kunden geöffnet. Wenn ihr euch die Kasse anschaut, die ist ja richtig groß. Die ist ja so groß wie der halbe Laden einfach. Okay, da kommt gerade der Postbote. Und das ist das nächste. Schaut euch mal dieses riesige Lager an. Da passt so viel rein. Und dafür habe ich dann da hinten so ein riesiges Lager, das bis zur Decke reicht. So ein großes hatte ich bis jetzt noch nie. Und da kommen dann die ganzen Teile rein. Ja, und dann jetzt zum Anfang muss ich erstmal alles auspacken. Und das dauert wie immer sehr, sehr lang. 2000 Jahre später. Genau, hier sehen wir die zwei Angestellten. Wir haben jetzt einen an der Kasse, das ist der Frank. Und dann haben wir die Elisa an der Kasse, die ist für Fragen offen. Also es gibt ja immer so ziemlich viele Fragen. Also es gibt immer ziemlich viele Leute, die eine Frage haben. Ja, genau wie hier zum Beispiel. Der hat jetzt eine Frage und die berät ihn dann eben. Was macht die Frau? Egal. Genau, sie berät ihn jetzt. Das kann wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Oh, hä? Ach, was macht sie denn? Er geht einfach. Das war jetzt genau das Beispiel, wie sie es eigentlich nicht machen soll. Aber... na gut, so, dann habe ich auch eigentlich noch einen eingestellt, der hier die Regale auffüllen soll. Bis jetzt ist er irgendwie nicht da, ich weiß auch nicht warum. Wird sich schon noch irgendwann zeigen. Ich schaue jetzt mal, dass der das dann alles auffüllt. Wenn er dann irgendwann vielleicht kommt oder vielleicht kommt auch nicht, keine Ahnung. Also das ist mit den Mitarbeitern eh so. Zum Beispiel Frank hat jetzt schon überhaupt keine Stimmung mehr und ich meine, er ist gerade mal eine Stunde in der Arbeit. Genau, schaut, der hat jetzt eine Frage und dann kommt sie gleich und berät ihn. Und während ich das jetzt auffülle, schaue ich mal, ob diesmal... Ja? Hä? Was kann die eigentlich? Die vertreibt ja alle Kunden. Ich fülle jetzt mal hier die ganzen Sachen auf. Ah, ich muss sagen, zurzeit läuft das Geschäft ziemlich gut. Ich habe zwar jetzt so ein paar Angestellte, die insgesamt ziemlich inkompetent sind, was das angeht, was sie eigentlich machen sollen. Aber ich denke, insgesamt klappt alles. Und jetzt mache ich mal diese Musik aus. Das nervt ja. Steht mir sein eigenes Reden nicht. Hier, Musik aus. So. Übrigens habe ich jetzt herausgefunden, wie ich King of Retail auf 4K spielen kann. Davor hatte ich immer das Spiel nur in WQHD laufen. In Full HD hatte ich das sogar nur laufen. Und jetzt habe ich es eben auf 4K eingestellt und das funktioniert sogar ganz gut. Deswegen vielleicht merkt ihr jetzt einfach, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Karina ist auf dem Weg zur Arbeit, okay. Das ist die, die die Sachen einräumen soll. Ich packe jetzt noch mal ein paar Sachen aus. Ah, der Frank. Frank hat jetzt irgendwie keinen Bock mehr. Naja, ist mal wurscht.
Ich weiß nicht, dieser Frank, der hat immer ziemlich schnell keinen Bock mehr auf seine Arbeit. Und ja, wo ist jetzt eigentlich die Sachen auffüllen soll? Ah ja, schau, jetzt hat er sich vertippt. Das ist halt auch so eine Sache. Jetzt vertippt er sich schon wieder. Das gibt's ja nicht. Lager ist voll, was macht die denn? Die soll doch nicht dauernd das Lager ausräumen, sondern genau. Ah, perfekt, sie füllt hier Sachen ein. Kaputte Ware. Das ist nicht ihr Ernst, oder? Die hat doch jetzt... Hat jetzt ernsthaft einfach was kaputt gemacht? Ja, ich meine, die Arbeit kann ich auch selber. Ein volles Lager noch voller machen. Also irgendwo... Lager ist voll. Ja, man hat die nichts Besseres zu tun, als da und dieses Lager auszuräumen. Die soll doch Sachen auffüllen. Ich meine, das Lager kann ich schon selber... Also, ach, scheiße. Ah, Mist, jetzt muss ich an die Kasse. Alter, lasst mich durch. Ja, ist jetzt so... Ja, so. Die Carina, kann die an die Kasse gehen? Perfekt. Dann soll die jetzt an die Kasse gehen. Ja, die vertippt sich gleich mal. Was macht jetzt Frank? Da steht nur blöd. Ja, geh nach Hause, Frank. Komm, ich meine... Wenn er keinen Bock hat und eh nichts bringt, dann soll er nach Hause gehen. So. Als ob jetzt die Kunden nach Hause gehen, weil sie keine Kasse haben. Mann! Was? Was macht die? Ey, ich zeig's euch gleich mal, was die macht, aber kaputte Ware. Oh, mach doch nicht die Ware kaputt. Geh zur Kasse. Wo ist die jetzt? Du sollst zur Kasse. Ja, hey, oh, geh zur Kasse. Hallo. Kasse? Oh, die lässt sich doch so lange Zeit. Mein Gott. Und hier ist wieder nichts drinnen. Wer füllt das denn auf? Also mit dieser Ach so. Ja, die ist natürlich jetzt an der Kasse. Und schau, jetzt regen sich auch die Leute alle auf, dass keine Kasse fresst. Ja, und dann gehen sie einfach nach Hause. Was kann die denn machen? Ja, dann geht's zur Wiederbeschaffung. Komm, ich muss das selber machen. Das sind aber auch viele Leute, die gerade einkaufen. Das ist schon krass. Und die geht einfach dauernd nur rein, schrottet 3 Artikel, geht raus, geht wieder rein. Was kannst du eigentlich? Und die hat eine Frage, kommt da irgendjemand? Okay, sie geht hin, beantwortet die Frage sehr gut. Ja, man muss schon sagen, so 26.000 am Tag, davor hatte ich wirklich, glaube ich, fast gar nichts. Hallo? Ja, geh nach Hause, danke. Ja, davor hatte ich fast gar nichts und jetzt, also geht schon echt gut weg, das ganze Zeug. Was haben wir denn noch auf Lager? Wein und, Reiniger und so, okay. Dann knall ich hier am besten dann morgen so ein Regal hin und da kommt dann Klopapier, Reiniger und so hin. Farblich habe ich das Ganze übrigens auch so gemacht, dass zum Beispiel die Weinabteilung rot ist und die Reinigerabteilung weiß und so. Naja, das dürfte eigentlich funktionieren alles. Da fehlt aber jetzt unser... Hä? Hat der gekündigt, dieser Typ? Okay, Frank hat einfach gekündigt. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Ich meine, ich gebe ihm eine Pause, schicke ihn nach Hause und er kündigt einfach. Finde ich okay, ja. So, mal schauen. Ich glaube, den könnte ich gut einstellen als Kassierer. Boah, 100 die Stunde ist schon... Oh ja, sicher, das ist gut. Okay. Ja, also, weil Frank jetzt gekündigt hat, habe ich eben den anderen eingestellt als an der Kasse. Und ich habe so gemacht, dass die sich immer abwechseln. Also, einer hat einen freien Tag und der andere... ja, halt nicht. Okay. Und mal schauen... Ich schau jetzt einfach mal, wer da jetzt besser ist. Also Paul ist gut für die Kasse.
Ja, was ist das denn für ein Geräusch? Okay. Steuern 2. Klingt auch logisch. Also 2 Steuern, allein schon diese Anzahl 2. Das stelle ich dann hier hin. Ach, nicht genug Geld. Ja, okay. Ach, das Lager schon wieder voll. So, jetzt haben wir 2, die an der Kasse ineinander gepackt stehen. In der Tat. Aber könnt ihr vielleicht arbeiten? Also, ich weiß ja nicht. Es ist ja toll, dass ihr hier zusammen steht. Vielleicht kann ich mich dann auch noch reinstellen. Und dann machen wir einmal ein Gruppenfoto. Ein schönes Gruppenfoto. Was ist denn falsch? Die kann doch nicht einfach gehen. Da steht einer an der Kasse und sie geht einfach. Ja genau, da könnte ich mir jetzt hier das Regal hinstellen. Bitte einmal auffüllen. Also heute kommt scheinbar nicht die Mitarbeiterin, die die Sachen auffüllen soll. Das verstehe ich halt auch nicht, wann die jetzt eigentlich kommen oder nicht. Das ist scheinbar auch den Mitarbeitern selber überlassen. Wenn man zwar sagt, eigentlich sollte die ja heute kommen, aber okay, sie kommt. Ach, jetzt kommt sie um 9. Ich glaube, ich entferne hier die Artikel und stelle dafür hier den Wein rein. Ja, genau, das mache ich. Das ist nämlich eine tolle Idee. Dann stelle ich hier den Wein da drüben hin. Ich färbe jetzt auch das Ganze gleich mal in dieser roten Weinfarbe, nenne ich es jetzt mal. Und stelle das Ganze und stelle es da drüben hin. So, und das stelle ich in beide Richtungen, denn dann können die Leute eben von der einen Seite Wein kaufen und von der anderen auch. Also in der Theorie. Ich würde mich jetzt auch freuen, wenn die Mitarbeiterin, die ich dafür eingestellt habe, dass sie die Sachen wieder beschafft, dass sie das dann auch macht. Aber die geht wahrscheinlich, rennt wahrscheinlich wieder nur ins Lager und packt die Sachen aus. Lager ist voll. Ja, die steht aber auch nur den ganzen Tag im Lager und packt Sachen aus. Kann die das hier mal auffüllen? Nein. Was macht sie denn? Es ist doch schon voll. Wenn es voll ist, ist es voll. Lagerplatz ist voll. Das weiß doch mittlerweile jeder. Aber die Mitarbeiterin rennt... Nee. Jetzt hat sie nicht ernsthaft... Jetzt hat sie... Super, jetzt macht sie die ganzen Waren kaputt. Also, ganz ehrlich, mit dieser Wiederbeschaffung bin ich noch nicht so zufrieden. Ja genau, jetzt geht sie wahrscheinlich wieder rein und packt ein Paket weiter aus. Toll. An jedem Designe und sie macht halt dauernd Sachen kaputt. Das ist halt, wenn sie ein Paket auspackt und dann ein Paket kaputt macht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann so toll ist. Jetzt hat sie schon wieder 3 Sachen kaputt gemacht. So, dann habe ich hier noch ein Regal. Ich würde ja auch gern neue Regale kaufen, aber bis jetzt fülle ich einfach nur Sachen auf. Und dafür, jetzt hat sie schon wieder ein paar Sachen kaputt gemacht. Und schon wieder fehlt was. Ja, es tut mir furchtbar leid, ja, aber... Wenn sie furchtbar leid tut, dass sie dauernd was schrottet, warum macht sie es denn dann dauernd? Also. Warte mal, wenn Paul keinen Bock mehr hat, dann mach du mal die Kasse und du machst Verkauf. So. Ja genau, die steht an der Kasse, perfekt. Ah, und die hockt sich jetzt an Marketing, okay. Elisa geht nach Hause, achso, ja, und Paul hat auch keinen Bock mehr, das ist irgendwie dumm. Ja, was, Bruder, ha? Willst du Stress? Es ist aber auch jetzt schon 10 auf Nacht und dass die Leute dann keinen Bock mehr haben nach 12 Stunden Arbeit oder keine Ahnung, wie ewig die arbeiten, vielleicht sogar länger. So, ungelesene Mails, hat jetzt wieder irgendeiner gekündigt? Nee.
Moritz, ja. Ja, ich melde dich an. So. Diese Rechner, die sehen natürlich auch cool aus, sind aber wirklich teuer, muss man schon sagen. Aber so ein Firestorm für 2000, ah, die sind noch teurer, okay. Ja, ich würde sagen, wir kaufen uns so einen Firestorm. Ja, yeah. Und den hier und den da. Damit steigen wir jetzt ins IT-Segment ein. Perfekt, so. Sieht schlecht aus, nee. Ja, das passt doch gut hin. Ah, okay, es ist tatsächlich jetzt noch eine da. Die geht zur Kasse und die verkauft jetzt weiterhin. Ja, kleiner Schichtwechsel. Es sieht halt so dumm aus. Ich meine, was macht sie? Sie laggt einfach durch die Gegend. Und stochert durch die Gegend. Und sie zittert. Ich glaube, sie hat gerade einen Anfall. Ich weiß nicht, vielleicht braucht sie eine Pause. Bisschen überarbeitet. Also es scheint mir so, als ob sie ein bisschen überarbeitet wäre. Sie tippt im Stehen. Es sieht halt so dumm aus. Was ist jetzt eigentlich die Mitarbeiterin? Wie berät die denn jetzt bitte die Leute? Was ist das denn für eine Beratung? Mal schauen, ob sie ihn freut. Okay, er findet es gut, ja. So ein bisschen im Bauch rumstochern ist immer nicht schlecht. Ach ja. Ja, okay, ihm hat es jetzt nicht so gefallen. Irgendwie gehen mir gerade ziemlich viele Kunden raus, weil sie einfach sauer sind. Ich weiß nicht, liegt das vielleicht... Wir haben keine Reiniker, kein gar nichts mehr. Also ob der Postbote hier noch sich durchschlängeln kann, weiß ich nicht. Ich werde es jetzt mal ausprobieren und wenn nicht, ist halt ein bisschen scheiße. Jetzt pack halt die Gaming-PCs aus. Ja, okay. Alle haben die Tippkrankheit. Ich meine, was machen die denn? Die tippen in der Luft rum. Ich glaube, das ist die Videospielkrankheit. Das war's von der Folge von King of Retail. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war diesmal wirklich etwas seltsam. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal.